Die 27. Gewerbe- und Industrieschau Wahlstedt lockte zahlreiche Besucher in die Poul-Du-Jensen-Schule. Insgesamt 80 Aussteller und Vereine trugen zum Gelingen der beliebten Verbrauchermesse bei. Für die Unternehmen bin ich Ansprechpartner zunächst mal in der Verwaltung sozusagen. Ich bin also die Schnittstelle zwischen Verwaltung und Wirtschaft. Und die können sich eigentlich mit jedem Anliegen an mich wenden. Und ich werde eben versuchen, das entsprechend in der Verwaltung zu bearbeiten und wieder herauszugeben, so als One-Stop-Shop sozusagen. Das ist meine Aufgabe und ich bin, ja, wie gesagt, Bestandsbetreuer. Ich kümmere mich um die Firmen vor Ort. Ich kümmere mich aber auch darum, dass eben neue hinzukommen. Deswegen betreibe ich auch Standortmarketing und kümmere mich um das Thema Gewerbeflächenvermarktung. Das sind so die drei wesentlichen Bereiche, die ich dann eben backe als Wirtschaftsförderer, wobei eben die Bestandsbetreuung ein großes Feld einnimmt. Da gibt es natürlich auch Veranstaltungen, die ich dann mache, viele Unternehmen zu speziellen Themen, die relevant sind, sei es Fachkräftemangel, sei es Einzelhandel, der Internethandel als Konkurrenz und solche Themen werden eben aufgegriffen und mit speziellen Veranstaltungen dann eben besprochen. Ich bin zuständig für den Raum, für das Mittelzentrum Bad Segeberg-Wahlstedt. Und darüber hinaus gibt es auch noch in diesem Zweckverband zwei Kommunen, Fahrenkrug und Schackendorf. Das heißt, insgesamt bin ich für 4 Kommunen zuständig. Ein weiteres Highlight, bevor die ersten Besucherströme die Messe erreichten, war die Taufe eines Fahrzeuges des Wegezweckverbandes auf den Namen Wahlstedt.